Hier der Aprilscherz von dem Waliser gestern, der war ja echt gut. Nur leider war der Schiedsrichter nicht eingeweiht. Panik bei Deutschlands Gebrauchtwagen. Vielen graut es zurzeit vor dem morgendlichen Kaltstart. Denn der nächste Aussetzer könnte der letzte sein. Ja, die Deutschen verschrotten gerade alles, was nicht bei drei auf der Überholspur ist. Und wer sind mal wieder die Nutznießer? Schrotthändler, wie schon vor der Krise. Nur diesmal sind es halt Altmetalle, keine Hypotheken. Hoffentlich werden die wenigstens ähnlich sinnvoll recycelt wie diese Pullover, die man wehrlosen Laptops als Schutzhülle überziehen kann. Gibt es einen besseren Diebstahlschutz? Tja, 1 Million Autos werden bald dank staatlicher Hilfe aus unserem Straßenbild verschwunden sein. Genau wie ein paar Kfz-Werkstätten. Gut, man kann sich natürlich fragen, ob es sinnvoll ist, den Staat wie eine tote Kuh immer weiter zu melken. Aber warum? Macht in Benditomaschinen 2 ja auch keiner. Hauptsache, der Rubel rollt und die Menschen sind zufrieden und haben ab und zu etwas Spaß und Abwechslung im Leben. Übrigens auch Teil 3 der sehr speziellen Animationsfilmreihe Benditomaschinen kann man sich bereits angucken. Und auch hier sind die Untertanen wieder voll und ganz damit beschäftigt, das zu tun, was man ihnen sagt. Da kann man als Kanzlerin schon neidisch werden. Nein, aber die paar Gnadenaufträge helfen ja nicht weiter. Gerade Opel muss jetzt ein Konzept erarbeiten, das auch noch in 20 Jahren funktioniert. Also ein anderes außer Betteln. Am besten mal Professor Songlin Wang fragen. Der entwickelt nämlich Minikraftwerke, die Strom alleine durch die Bewegungen winziger Nanodrähte erzeugen. So können selbst Muskelbewegungen direkt in elektrische Energie umgewandelt werden. Und sogar der Blutkreislauf des Menschen erzeugt theoretisch genug Vibrationen, um ihn eines Tages auf diese Weise als Stromquelle zu nutzen. Ja, was da in unseren Blutbahnen auch ständig los ist, sieht man sehr schön bei der Microscope Imaging Station. Eine sehr interessante und umfangreiche Website, die mit faszinierenden Bildern und Videos tiefe Einblicke in das Innenleben von Menschen und Tieren gibt. Hier zum Beispiel erläutern weiße menschliche Blutkörperchen gerade ein paar Fremdkörpern, wo der Frosch die Locken hat. Ja Mensch, Nanostrom, das wär's doch. Ich fahr im Auto und mein Freund jobbt nebendran und versorgt es mit Strom. Der Mensch als Kraftwerk. Oder vielleicht auch mal als Musikinstrument. Wie in den tollen Bildern von Sean Feeney. Der zeigt, wie es aussehe, wenn Instrumente dem Menschen schon angeboren wären. Das nenne ich mal eine Mundharmonika. Sehr bemerkenswert übrigens auch Feeneys Projekt BFF, für das er gerade die Porträts von 128 Freunden Schritt für Schritt zu einem einzigen Porträt zusammenführt. Wobei noch sinnvoller wäre das Ganze ja mit den Geburtstagen. Tja, vielleicht verfügen wir ja schon bald über Technologien, von denen wir heute nicht mal zu träumen wagen. Allenfalls in kleinen, gut gemachten Animationsfilmen wie diesem hier. Aber keine Sorge, auf eine echte Begegnung der dritten Art muss man auch gar nicht mehr lange warten. Denn die hat man wahrscheinlich ziemlich bald, wenn man hier vorbeischaut. Eine Chatseite, bei der man per Zufallsprinzip wahllos einen Gesprächspartner zugeteilt bekommt. Hilfe, mach das weg! Das war Ehrensenf, ich bin Christine, tschüss. Wusstet ihr eigentlich, dass ich eine eingebaute Orgel habe?